Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Heute ist der zweite Teil von meiner Twinkle-Moon-Duschgel-Sammlung und ich würde mal sagen, wir fangen einfach direkt gleich mal an mit der ersten Flasche. Und zwar ist das Dead Vanilla Moment. Und da ist ein süßes Girlie drauf mit unserem blauen Riesenballon, dass sie jetzt nicht wegfliegt. Egal. Zum Duft her würde ich mal sagen, wir stoppen direkt gleich mal rein. Und ich muss ehrlich zu euch sein, ich finde, das riecht original wie Dr. Oetker Pudding, also das Puddingpulver, was er anrührt. Und ich finde es mega künstlich. Also wirklich, boah. Also ich muss auch zu dem Duschgel sagen, das ist das einzige Duschgel, was ich geschenkt bekommen habe von einer Freundin. Es ist vanillig, es ist puffig süß. Es ist nicht meins. Also wer auf Vanille steht, der kann gerne mal drin reinschnuppern. Also ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Es gibt sowieso gerade aber nicht mehr zu kaufen. Bei mir ist es auch so abgestanden. Das ist schon oben. Das macht nichts. Duschgel, aber würde ich sagen, sachet away. Dann kommen wir so zu meinem nächsten Duschgel. Und zwar ist es mein Pretty Rose Heart und da ist so eine süße Ente oder Vogel, keine Ahnung, mit so einer Rose drin, mit so einer Rose im Maul. Und zum Duft her, ich finde es total lecker. Und zwar, weil es riecht nach Rose und es riecht nicht so künstlich. Es riecht blumig, es riecht rosig, nicht so süß, nicht so süß und nicht so herb. Es riecht einfach lecker und ich finde es echt super. Habe mich auch mit dem Bodyspray eingedeckt und mit der Körperlotion und was weiß der Geier. Und finde es echt schade, dass es das nicht mehr gibt, aber hoffentlich kommt es irgendwann wieder und da würde ich mir auf jeden Fall wieder noch eins kaufen. Bis dahin hält es noch eine Weile. Ja, so, die nächste Flasche ist mein Coconut Island. Die kennt wahrscheinlich jeder von euch. Und zwar war das beim Standardsortiment dabei. Das waren so die ersten drei Düfte als One Ginger Morning, My Coconut Island und The Raspberry Kiss. Kokosnuss. Nee, also es riecht extrem nach Kokosnuss. Es riecht, wie dass eine Kokosnussbombe im Bad explodiert wäre. Und ich bin kein so richtiger Fan von Kokosnuss. Ich finde sie okay, aber süß, kokosnusslastig, gut für den Sommer. Ja, wem es gefällt, einfach mal auch einen Kommentar unterschreiben, würde mich interessieren. Ich finde es okay. So, dann die nächste Flasche ist Soft Watermint Rain. Und zwar sind da so Igel drauf und so Fliegenpilze. Und der Duft zu beschreiben ist ganz einfach. Ich finde, es riecht einfach nur frisch. Einfach frisch, nicht süß, frisch, lecker. Also mal, ich finde auch, das riecht ganz anders als das Lovely Mint Story. Weil voll viele sagen so, das riecht fast gleich. Und die anderen sagen, nee, es riecht total anders. Ich finde, es riecht total anders, aber im positiven Sinn. Also ich mag es echt. Würde es mir auch wieder kaufen. Ich habe es bis jetzt noch nicht so oft benutzt, weil ich das irgendwie nicht mehr so einen Blick hatte. Also das stand auch irgendwo rum. Und jetzt habe ich es wieder rausgenommen. Also ich glaube, ich werde damit heute Abend duschen. Und jetzt kommt mein Favorite. Ching! Erkennt es jemand? Und zwar Exotic Litchi Sorbet. Und das sind so Planeten drauf. Das sollen so, glaube ich, so Litchis darstellen. Ja. Und Leute, wirklich, das riecht original wie Litchi. Ich finde, es riecht einfach nicht künstlich. Es ist süß. Es riecht einfach noch nach Litchi. Und das finde ich einfach nur geil. Oh, ich liebe Litchi. Ja, ich bin voll traurig, wenn das rausgeht jetzt demnächst. Aber da kommt dafür was Neues. Aber ich habe ja noch genug. So, das nächste Duschgel. Sweet Blueberry Memories. Da sind so Vögel drauf. Und ich finde es einfach nur süß. Es riecht so süß. Blaubeere, ja, mein Gott, aber boah, ey, nee. Also, würde ich nicht wieder kaufen. Riecht einfach selber mal drin rein. Sagt mir eure Meinung oder schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich finde es nicht so toll, aber hey, Geschmäcker sind verschieden. Dann kommen wir zur nächsten Flasche und das ist was Besonderes. Und zwar One Ginger Morning. Und denke ich so, hä, das ist eine Flasche. Ihr habt es bestimmt auch vielleicht schon gesehen im DM oder in anderen Filialen. Ist einfach nur eine andere Verpackung. Denn als Dankeschön für die Kunden von Twinkle Moon. Und da gibt es auf jeden Fall verschiedene Motive und dazu muss ich jetzt noch eine ganz kurze Story erzählen. Und zwar, ich war im DM dann hinten, da waren das verschiedene Motive, also es waren nur noch zwei übrig und ich habe mir die letzten zwei mitgenommen. Also ich bin nicht der eine, wo er immer so 4, 5, 6 Stück mitnimmt, weil ich dann auch noch was lassen möchte. Die verschenke ich dann auch. Und ich finde es einfach nur krass, weil das einfach auch wie so ein Hype war. Habe ich das am Ende nachgelesen und habe dann gesehen, dass es auch wieder voll einen Hype drum gibt und voll viel sich beschweren, hey, ich habe keine mehr bekommen. Und falls ihr es euch noch bekommt, schlagt auf jeden Fall zu, weil die sind echt mega schnell vergriffen. Und dann habe ich nochmal was, und zwar, das habe ich im letzten Video schon gezeigt, und zwar das Honeycomb Secret, und das ist nicht vegan, also es ist mit Honig. Das würde ich einfach nochmal mitteilen, dass es auch nochmal klargestellt ist, weil für mich war das auch so, aha. Es gibt natürlich noch viele mehr, es gibt Bände, es gibt noch Granatapfel, es gibt noch Mandel, es gibt noch Toffee, es gibt noch
Ja, ich sammle es nicht mehr so intensiv, also ich sammle nur das mit, was ich noch finde, was mir auch gefällt. Ich brauche das jetzt auch langsam mal auf. Und schreib mir auch in die Kommentare, wie du das Video gefunden hast. Würde mich auf jeden Fall total interessieren und was du für Duschgels auch am besten findest, weil es siehst ja, es gibt so viele verschiedene. Und ich würde einfach sagen, dann bis zum nächsten Mal und wünsche noch einen schönen Tag. Bye!